Bei Midjourney gibt es Neuigkeiten und zwar gibt es die Version 6. Die Bilder sind so scharf wie noch nie und es gibt eine weitere ziemlich interessante Neuerung und zwar die Textfunktion, also die Text auf Bildern Funktion. Wie das Ganze funktioniert und ob sich Version 6 lohnt, auch im Vergleich zu DALL-E 3 und den anderen Bilder-Tools, erfährst du hier. Los geht's! Wir schauen uns das Ganze jetzt direkt einmal bei Discord an, denn darüber läuft ja Midjourney. Hier gibt es auf dem Midjourney-Server auch eine Meldung mit den Neuigkeiten, da wird die Version 6 angekündigt. Wir sehen jetzt hier What's New, wir sehen jetzt hier, die Prompts sind mehr akkurat, beziehungsweise auch Bilder sind verbessert. Also das sind jetzt so die typischen Dinge. Da können wir uns jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber wir schauen uns an, was sich dahinter verbirgt, denn das ist eine Menge. Vielleicht weißt du, bisher konnte man mit Midjourney eher weniger Texte schreiben. Es war eher eine komplette Vollkatastrophe. Und hier steht, dass wir Texte jetzt auch mit Midjourney verfassen können, also Bilder mit Texten. Auch das schauen wir uns an. Hier haben wir jetzt auch noch Angaben, was auch noch vielleicht interessant ist, dass die Prompts kürzer sein können, die du eingibst. Wir haben jetzt hier auch ein Beispiel, Award-winning Photorealistic Image 4K, 8K. Kannst du hier einige Dinge weglassen? Also es können kürzere Prompts verfasst werden. Du kannst das Ganze natürlich auf dem normalen Midjourney Discord Channel machen. Du kannst es in den öffentlichen Räumen machen, also deine Bilder. Da kann das Ganze jedoch ziemlich unübersichtlich werden. Ich habe dazu einen eigenen Discord-Channel erstellt für meine Bilder. Es gibt auf meinem Channel dazu auch ein Video und aus diesem Grund erstelle ich jetzt hier einfach einen neuen Channel auf meinem eigenen Server und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich habe jetzt hier einen neuen Channel und habe alles übersichtlich. Als allererstes empfehle ich dir, die Settings dir anzuschauen. Das Ganze geht über Slash und dann Settings, denn hier kannst du auch die Version 6 aktivieren. Diese ist nicht pauschal bei allen direkt aktiviert. Das Ganze sieht dann so aus und hier oben können wir dann die Version auswählen. Und wenn du schon dabei bist, schau auch, dass der Remix-Mode aktiviert ist, denn da kannst du auch nochmal Prompts nachjustieren. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Im Anschluss speichere ich das Ganze und hier habe ich jetzt nochmal ein paar Bilder von Midjourney der vierten Version, also schon ein bisschen her. Wir haben jetzt hier ein Delicious Quilled Cheese Sandwich. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der Version 6 an. Ich habe dazu den Prompt kopiert und lasse diesen Prompt diesmal relativ einfach und schicke das Ganze jetzt so ab. Solange das Ganze lädt, kann ich dir auch empfehlen, falls du noch nicht so viel mit Midjourney gearbeitet hast, dir meine Grundlagenvideos anzuschauen. Schau gerne auch nochmal in die Infobox, da habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Hier haben wir jetzt die vier Ergebnisse. Du bekommst bei Midjourney immer vier Varianten, also vier Bilder angezeigt. Und ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Hier haben wir nochmal den Vergleich, Version 4 und Version 6. Also man sieht, es hat sich hier einiges getan. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch noch bei anderen Prompts an, mit denen wir bisher gearbeitet haben. Eines ist eine Drohnenaufnahme. Das ist das Bild von Version 4 und hier haben wir jetzt die Version 6. Also auch hier finde ich das ziemlich beeindruckend. Ich habe hier auch noch ein Bild von einem Hund. Und auch hier sieht das Ganze sehr, sehr genau aus und sehr im Detail. Du hast, wenn du ein Bild mit Midjourney generierst, hier unten immer die Buttons, also die U-Buttons und die V-Buttons. U steht für Upscale, V steht für Varianten. Upscale bedeutet, dass du das Bild in einer besseren Qualität bekommst. Varianten bedeuten, dass du ein ähnliches oder ähnliche Bilder bekommst wie die entsprechende Variante. Ich habe dieses Bild jetzt einfach mal abgescaled, denn auch hier gibt es jetzt ein paar Neuerungen. Zum einen Upscale und Upscale Creative. Ich steuere dazu einfach mal beide an. Die Unterschiede sind jetzt hier nicht so riesengroß. Allerdings lasse ich die jetzt einfach mal auf dich wirken. Das eine ist das Creative, das andere ist das Subtle.
Du kannst auch hier unten mit den anderen zwei Buttons Änderungen vornehmen. Das Ganze geht jetzt auch, da wir den Remix-Mode aktiviert haben, kannst du jetzt hier nochmal Informationen eingeben. Auch darüber habe ich auf meinem Channel schon mal ein extra Video gemacht. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich trage jetzt hier ein, dass wir einen weißen Hund möchten. Das Ganze mache ich natürlich bei beiden Buttons, um einfach zu vergleichen, was der Unterschied ist. Das sind jetzt die Bilder von Subtle, also eher der einfachen Veränderung. Wir sehen, hier ist die Kopfform bzw. die Ausrichtung des Kopfes identisch wie bei unserem ursprünglichen Bild. Wenn wir das Ganze bei der Strong Version angucken, hat der Hund jetzt auch seinen Kopf in die andere Richtung gedreht. Auch wenn ich jetzt tatsächlich finde, dass hier der Hund besser aussieht. Er ist jetzt hier auch nicht mehr komplett weiß, wie wir das eigentlich im Prompt vorgeschlagen hatten. Allerdings finde ich tatsächlich hier die Bilder besser. Also auch hier bedeutet es einfach mal ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, was dir am besten gefällt. Wenn du Ideen möchtest oder Ideen benötigst, kann ich dir auch immer den Midjourney Showcase empfehlen. Das Ganze findest du auf der Seite von Midjourney und das Ganze sieht dann so aus. Ganz wichtig, da ich diesen Kommentar relativ häufig in den Kommentaren lese, du musst dazu eingeloggt sein bei Midjourney. Ansonsten sieht das Ganze so aus. Also ich logge mich jetzt hier ein, sign in with Discord und bekomme jetzt hier den Community-Feed zu sehen. Also das sind Bilder von anderen, die kreiert wurden. Du kannst hier oben auch über die Suche verschiedene Bilder suchen, um einfach Inspiration zu bekommen. In diesem Showcase werden nun natürlich auch sehr viele Bilder gezeigt von der Version 6. Und auch die schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier ein Bild von diesen Glitzerpillen. Oder hier diese ältere Frau. Auch da, wenn man sich das Ganze anschaut, sieht das sehr, sehr echt aus. Ich empfehle dir hier einfach mal ein bisschen rumzuschauen. Und was auch ziemlich hilfreich sein kann, du kannst dir die einzelnen Prompts auch anschauen. Dazu gehst du einfach auf die drei Punkte, die erscheinen, wenn du über einem Bild bist. Und dann kannst du hier Copy klicken und dann Full Command. Du kannst hier auch den Prompt kopieren. Allerdings empfehle ich dir immer, den Full Command zu kopieren, da du hier auch noch wichtige Parameter siehst. Es gab ja auch noch die Info mit dem Style Raw. Ich habe jetzt hier noch einen Prompt von Harry Potter. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du Harry Potter gesehen hast. Und in einem Bild gebe ich jetzt noch den Parameter Style Raw hinzu und in dem anderen lasse ich das Ganze weg. Also auch so können wir natürlich ziemlich gut vergleichen. Denn bei dem Style Raw wird angegeben, dass das Ganze realistischer aussieht, also eher wie ein Foto. Wir sehen, mit dem Style Raw sieht das Ganze tatsächlich ziemlich realistisch aus. Eine weitere ziemliche Neuerung ist natürlich die Textfunktion. Ich gebe dazu einen Prompt an. In unserem Falle habe ich einen Prompt, mit dem habe ich schon in einem anderen Video gearbeitet, und zwar in dem Ideogramm AI Video. Und hier haben wir den Prompt, a comic ghost with a sign und dann dem Text. Und den Text packe ich in Anführungszeichen, so wie das Ganze auch im Discord-Channel erklärt wurde. Wir haben jetzt hier die vier Ergebnisse, also viermal einen Geist mit einem Schild. Das hat auch in allen vier Feldern geklappt. Über die Qualität des Motives kann man sich jetzt streiten. Das finde ich tatsächlich jetzt nicht so super. Ein Schild gibt es auf allen vier Bildern und bei dem Text, naja, da hat das Ganze jetzt in zwei von vier Fällen funktioniert. Ich empfehle dir hier einfach mal ein bisschen rum zu experimentieren. Das Ganze machen wir jetzt auch. Ich versuche das Ganze jetzt mal mit einem einfacheren Satz, also Dinge, die man vielleicht häufiger bereits beim Midjourney eingegeben hat. Beim Midjourney Showcase habe ich dieses Bild hier entdeckt, also eine Geburtstagskarte. Das sind natürlich dann auch Produkte, die du möglicherweise erstellen kannst, um auf Etsy und Co. zu verkaufen, als digitale Produkte. Und in diesem Falle kopiere ich mir jetzt den Prompt, also ich gehe auf Copy und dann Full Command und gebe das Ganze jetzt hier ein. Und dann haben wir jetzt hier das Wort bzw. den Satz Sweet Birthday Wishes. Und das ändern wir jetzt ab. Ich ändere das Ganze jetzt in Happy Birthday. Wie gesagt, in unserem Fall ist das Ganze natürlich nur für das Video. Und hier bekommen wir jetzt vier Karten. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Also hier hat es in vier von vier Fällen geklappt. Du siehst,
bekannte Sätze, einfache Wörter funktionieren schon mal sehr, sehr gut. Wir probieren das Ganze jetzt auch einfach mal mit der deutschen Sprache, denn da gibt es häufig noch Probleme. Ich ändere das Happy Birthday daher jetzt einfach mal in herzlichen Glückwunsch. Wir können auf jeden Fall erkennen, dass sich das Ganze um herzlichen Glückwunsch handelt. Allerdings ist das Ganze jetzt hier nicht fehlerfrei. Besonders mit dem Ü funktioniert das Ganze noch nicht ganz so gut. Du siehst also auch, Midjourney hat bei deutschen Texten eher Schwierigkeiten. Ich bin gespannt, was sich hier in der Zukunft entwickelt. Also mein Fazit zur Textfunktion. Das Ganze ist möglich, allerdings bin ich jetzt hier noch nicht super überzeugt, denn Midjourney war hier eher hinten dran, da die anderen Tools das schon länger können. Allerdings bin ich guter Dinge, dass Midjourney hier bald auch sehr viel mehr kann. Schauen wir uns hier nochmal ein paar andere Bilder an, die mit der Version 6 erstellt wurden. Wir haben zum einen hier dieses Cat, dieses Toy, dieses Spielzeug, dieses Kuscheltier. Das finde ich immer richtig krasse Bilder. Wir haben das Ganze schon mal mit DALL-E 3 ausprobiert und das finde ich immer heftig, dass man mit diesen Bilder-KIs Bilder erstellen kann, die eben aussehen wie Spielzeug oder andere Dinge, was einfach super realistisch ist. Hier haben wir noch mal ein paar andere Bilder, vor allem Porträtbilder. Auch das ist sehr, sehr im Detail. Also hier die Sommersprossen. Hier haben wir noch ein Schloss, auch Gebäude. Auch das sieht aus eigentlich wie ein echtes Foto. Wenn wir uns dieses Bild anschauen von diesem Schlafzimmer, wird nochmal klar, wieso Midjourney so weit oben steht bei den Bilder-KIs. Wenn wir uns jetzt hier die Details ganz genau anschauen, also hier bei der Bettwäsche, bei dem Teppich oder eben generell, sehen wir einfach, wie stark Midjourney ist und dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit Midjourney zu arbeiten. Falls du auch mehr über Midjourney lernen möchtest, nochmal ganz im Detail, schau unbedingt mal in die Infobox, denn da gibt es nochmal einen Link zu so einem Grundlagenkurs zu Midjourney. Schau dir das Ganze mal an. Ansonsten verlinke ich dir da auch noch die Midjourney Playlist. Eine Schwierigkeit, die es häufig gab, sind Hände. Also besonders Finger. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt hier nochmal ein Bild von der Version 4. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, sieht das Ganze ziemlich gruselig aus. Und wenn wir uns jetzt auch hier den gleichen Prompt anschauen mit der Version 6, wird auch hier klar, dass Midjourney einiges gemacht hat. Also dass Hände nun auch kein großes Problem mehr sind. Auch hier ist das Ganze sehr im Detail. Wir sehen hier die verschiedenen Linien, die verschiedenen Fältchen am Finger. Ich würde dir trotzdem empfehlen, wenn du ein Bild erstellst, was du dann später für offizielle Dinge benötigst, ganz egal, ob es für deinen Etsy-Store ist oder eben auch für eine Präsentation, würde ich dir trotzdem empfehlen, die Finger einfach mal vorsichtshalber abzuzählen, da es schon ein bisschen peinlich sein kann, wenn du auf einmal ein Bild benutzt, auf dem dann 8 Finger zu sehen sind. Allerdings funktioniert das mittlerweile um einiges besser. Du kannst auf Midjourney natürlich auch eigene Bilder hochladen. Auch das mache ich. Das Ganze funktioniert über das Plus. Ich habe das Bild von dem Hund hochgeladen und kopiere mir jetzt die Bildadresse und füge diese ein. Falls du das Ganze nochmal im Detail oder in Ruhe haben möchtest, wie gesagt, schau unten mal in der Infobox. Da wird das Ganze dann nochmal ganz genau erklärt. Ich habe mir jetzt die URL kopiert und füge diese ein und gebe nun noch einen Text hinterher, zum Beispiel as a comic drawing, und bekomme jetzt 4 Varianten von diesem Hund. Das Ganze ist ein bisschen abstrakt, aber es sieht schon mal gut aus. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar andere Prompts ausprobiert mit diesem Hund und das Ganze kannst du natürlich auch. Du kannst hier verschiedene Informationen eingeben, um verschiedene Styles zu generieren. Ich habe auf meinem Channel ja relativ viele Videos zum Thema digitale Produkte erstellen, unter anderem auch mit AI. Und das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, wie du Produkte erstellst, zum Beispiel im Bereich Haustier, die du dann verkaufst. Ganz egal, ob auf T-Shirts, Bildern oder was auch immer. Aber das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein, dass du dir eine Nische suchst, einen Style, und dann diese anbietest. Haustiere sind zum Beispiel immer ein sehr beliebter Markt. Wenn du auf der Suche nach Styles bist, empfehle ich dir diese Seite. Auch die verlinke ich dir unten in der Infobox. Da siehst du nochmal verschiedene Styles
Das Ganze ist jetzt noch nicht auf die Version 6 angepasst. Allerdings kannst du dir hier schon mal Informationen holen oder einfach Inspiration, denn die Stilrichtungen haben sich ja jetzt nicht groß geändert. Du bekommst hier auf jeden Fall nochmal Ideen, auf die du sonst wahrscheinlich nicht gekommen wärst. So zum Beispiel Cross-Stitch Style möchtest, kannst das Ganze eingeben und dann wird das Bild im Cross-Stitch-Style, vor allem das unten links, sieht ziemlich krass aus, also wie das wirklich handgearbeitet wurde. Das war mein Einblick in Midjourney Version 6. Ich finde die Neuerungen ziemlich stark, also vor allem die Ergebnisse. Es gibt natürlich auch einige neue Funktionen, aber ich bin vor allem überzeugt bei der neuen Qualität der Bilder, besonders wenn wir uns jetzt einfach mal Version 4 und Version 6 angeschaut haben, liegen hier einfach Welten. Die Textfunktion finde ich aktuell noch eher so, naja, da finde ich aktuell DALL-E 3, also ChatGPT, noch besser. Allerdings bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass Midjourney hier in den nächsten Wochen und Monaten nachziehen wird. Ansonsten empfehle ich dir, unten mal in der Infobox nachzuschauen, falls du Midjourney noch intensiver lernen möchtest. Ansonsten gibt es hier auch noch die verschiedenen Videos zum Thema. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.